Herzlich willkommen bei Ein Thema, zwei Farben, meinem regelmäßigen Podcast und jetzt mit der letzten Folge in dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Ja, ein herzliches Hallo, Ein Thema, zwei Farben, mein regelmäßiger Podcast. Ich hatte neulich zu Gast einen Weltmeister, Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister. Und heute habe ich wieder einen Weltmeister, aber einen, bei dem es nicht um schnelle Autos geht, sondern um schnelle Beine, schnelles Radfahren, schnelles Schwimmen. Patrick Lange ist nämlich zweifacher Triathlon-Weltmeister. Herzlichen Dank, dass du die Einladung angenommen hast und hier bist. Sehr gerne, freut mich. Ja, du hast als erster Athlet 2018 sogar die magische 8-Stunden-Schallmauer bei einem Triathlon durchbrochen. Und man muss vielleicht nochmal sagen, weil es nicht jeder so vor Augen hat, Triathlon bedeutet 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und dann zur Entspannung noch eine Marathondistanz von 42,195 Kilometer obendrauf. Was hat dich zu diesem nicht alltäglichen Sport gebracht? Ja, ganz ursprünglich komme ich sogar aus einer ganz anderen Ecke. Meine sportliche Karriere hat tatsächlich im Motorsport begonnen. Ach nee. Ja, doch. Ich bin früher als Kind als 12-Jähriger Go-Kart-Rennen gefahren, also ganz weit weg von dem, was ich jetzt gerade mache. Und dann führte der Weg ja komplett in die andere Richtung über Mountainbike-Rennen, klassisch Vereinssport, Leichtathletik. Da hat man sozusagen alles mit mir ausprobiert im ortsansässigen Leichtathletik-Club, aber ich war nicht wirklich gut in irgendwas. Mhm. Und zu guter Letzt hat man mich dann auf die Bahn gestellt und gesagt, jetzt lauf mal so lange im Kreis, wie du kannst. Und da war ich sehr gut und das Talent ist dann sozusagen direkt auf den Ausdauersport dann gefallen oder entdeckt worden. Und das hat mich fasziniert. Mein Vater lief zu dem Zeitpunkt auch Marathon, hobbymäßig. Und da waren wir auch hier in Berlin, haben den Marathon zugeschaut. Und ich fand das immer toll. Und so bin ich reingewachsen in den Ausdauersport über kleine lokale Triathlon-Veranstaltungen bis hin dann zu den Riesenereignissen. Ne? Genau, zur Traumverwirklichung Ironman auf Hawaii, der Mutter aller Triathlons, dem Ursprungsort des Triathlons. Und da eben ja einmal für unter 8 Stunden durch die Hölle gegangen und mir den Traum erfüllt, dort Weltmeister zu werden. Aber ich meine, Ironman, das Wort sagt ja auch schon etwas über die enorme körperliche Herausforderung aus. Also den Schritt zu gehen vom Marathon hin dann auch zum Triathlon, das also wirkt für mich als Laie. Ich habe im Freundeskreis bzw. in der Familie beobachtet, wie Leute sich auf einen Marathon vorbereiten, was das bedeutet und wie danach die Regeneration ist. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt. Es wirkt fast wie ein ganz anderer Sport. Es ist ein ganz anderer Sport. Es bedarf einer sehr, sehr guten Planung, eines strukturierten Herangehensweise und auch natürlich einer gewissen mentalen Komponente, der man sich da stellt, weil auf diesen 8 Stunden bei mir, aber auch im Altersklassenbereich, die Hobbysportler, die dann teilweise 16 Stunden für diesen Wettkampf unterwegs sind, die durchleben natürlich mentale Höhen und Tiefen sondergleichen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die unseren Sport einfach so auszeichnen. Die Profis starten mit den Age-Groupern, mit den Altersklassenathleten zusammen an einem Ort zur gleichen Zeit. Jeder misst sich da sozusagen auch mit den Profis. Wo gibt's das, dass man sozusagen auf der gleichen Strecke fährt wie ein Lewis Hamilton oder ein Nico Rosberg? Ja, das ist schon sehr besonders. Und stimmt das eigentlich, dass der Erstplatzierte auf den Letztplatzierten wartet? Genau, das ist eine schöne Tradition, die das, glaube ich, am besten zusammenfasst. Also ich als Sieger gehe dann um 12 Uhr Mitternacht, wenn dort die Finishline geschlossen wird,
und händige Medaillen aus an die Finisher, die dann reinkommen. Mhm. Und das Stadion ist auch rappelvoll bis auf den letzten Platz. Da werden die Letzten wirklich wie die Ersten gefeiert. Und ist es tatsächlich so, du sagtest 8 Stunden, 16 Stunden, ist das die Range? Genau, das ist die Range. Um 6.30 Uhr ist Start und dann geht's durch bis Mitternacht. Mhm. Du hast die Trainingskomponenten ja gerade schon angesprochen. Die mentale interessiert mich gleich insbesondere noch, weil eine solche Willensleistung, da kann man vielleicht auch was lernen über den Sport hinaus. Was ist das für ein Charakter, der Patrick? Und was können wir uns von ihm abschauen, so an Resilienz und Motivation, wenn es mal schwierig ist? Ich weiß als FDP-Politiker, wovon ich rede. Wir haben auch manchmal schwierige Phasen, aber ich glaube, so herausfordernde wie bei dir nicht. Wie sieht aber dein Trainingsalltag jetzt rein physisch aus? Mhm. Das ist auch das Schöne am Trainieren. Es ist total unterschiedlich, es ist total abwechslungsreich. In der Regel setze ich das aus 5 Schwimmeinheiten, 5 Radeinheiten, 5 Laufeinheiten und noch ein bisschen Krafttraining zusammen. Pro Woche? Pro Woche, genau. Also in der Regel sind es so 2 bis 3 Einheiten am Tag. Früh morgens um 7 bin ich in der Regel im Schwimmbad, schwimme mit meiner Schwimmgruppe. So irgendwas zwischen 4 und 6 Kilometern. Dann geht es nach Hause, schönen Kaffee und Frühstücken. Dann geht es so circa 10:30 oder 11 aufs Rad. Da habe ich eine ganz tolle Trainingsgruppe zu Hause, auch mit einigen Radprofis, wo ich mir ein paar Tricks abschauen kann. Die Radeinheiten dauern so von 2,5 bis 6 Stunden. Kommt dann immer auf den Trainingsschwerpunkt an. Ja, und die Laufeinheiten bewegen sich so in der Range, sagen wir mal, von 10 bis 32 Kilometer. Und das stückelt man sich einfach so zusammen, beziehungsweise das stückelt der Trainer zusammen, wie es von der Belastungsverteilung am besten passt. Und ich sag mal so, die letzten 2 Monate vor dem Ironman, vor dem Highlight, die sind die trainingsintensivsten. Da reden wir so von 32 bis 40 Stunden Training die Woche. Und das ist ja ein enormer Zeiteinsatz. Ja. Also klar, das ist Leistungssport als Beruf in dem Fall in deiner Leistungsgruppe. Aber ich stelle mir dann natürlich auch die Frage, wann regenerierst du? Also über 30 Stunden in der Woche Leistung, körperliche Leistung zeigen. Also normalerweise haben die Leute eine 40-Stunden-Arbeitswoche und da ist vielleicht auch manche Phase dabei, wo man nicht voll komplett auf Alarm sein muss. Mhm. Bei dir ist ja über 30 Stunden Leistung. Ja, es ist natürlich wichtig, da ein gutes Team um sich herum zu haben. Ich habe natürlich Leute, die mir den Rücken frei halten, das ist enorm wichtig, die einem dann die wichtigsten Arbeiten abnehmen, im Hintergrund natürlich auch mit Sponsoren, Medienterminen und so weiter. Dann braucht man einfach einen guten Physiotherapeuten an der Hand, braucht da einfach eine Unterstützung, der einen dann, wie du sagst, auch mal runterfährt. Also man ist natürlich permanent on fire und es ist super wichtig, da gute Leute im Umfeld zu haben, die dann wirklich zur richtigen Zeit auch mal sagen, jetzt, okay, jetzt lass mal die Laufeinheit und konzentrier dich mal darauf, mal vielleicht ein Stündchen Mittagsschlaf zu machen oder so. Und generell, klar, man wächst natürlich auch da rein. Ich bin in dem Sport, seitdem ich 16 bin, betreibe ich den Triathlonsport. Und man fängt natürlich nicht mit diesen Distanzen an. Man fängt erstmal mit kleinen Sprint- oder Kurzdistanzveranstaltungen an und wächst dann einfach natürlich da rein. Und ich glaube, wenn man einfach das Ziel hat, Weltmeister zu werden, dann nimmt man auch einiges in Kauf und den Weg gehe ich. Wie groß ist so das Team, das sich jetzt exklusiv um dich kümmert, bei so einem Individualleistungssportler? Ich würde mal sagen, das Kernteam sind so 5 bis 6 Leute, die ganz eng dran sind, vom Manager, Trainer. Natürlich die Ehefrau gehört dazu, die gehört auch zum ganz, ganz essentiellen Bestandteil des Teams. Aber das ist ja schon ein echter kleiner Betrieb.
Es ist ein kleiner Betrieb, tatsächlich, ja. Ist auch ich habe auch mein eigenes Gewerbe angemeldet, natürlich, um Rechnungen stellen zu können und so weiter. Und es fühlt sich schon so an, als würde ich einen kleinen Betrieb führen, definitiv. Wie oft im Jahr kommt es dann zu so einer Wettkampfsituation? Wie viel kann man mit dieser körperlichen Investition dann eigentlich an Wettkämpfen bestreiten? Ja, also wir haben 2 Ironmans im Jahr, wo wir wirklich peaken und halt Top-Leistungen abrufen können. Und dann gibt es eben Vorbereitungswettkämpfe. Mhm. Also kürzere Distanzen, Mitteldistanzen in der Regel, also die Hälfte der Ironman-Strecke, die wir dann als Vorbereitung nutzen und die wir natürlich auch, also du brauchst als Sportler einfach auch einen Wettkampf, du musst die Sau ab und zu mal rauslassen und auch diese Wettkampfhärte sammeln. Aber alles spitzt sich am Ende des Tages wirklich auf diesen einen Tag, 9. Oktober 2021 in Kona zu. Und ist halt leider nicht so wie im Fußball, wo man jedes Wochenende sich beweisen kann und da auch nicht so, in Anführungszeichen, nicht so schlimm ist, mal ein Spiel in den Sand zu setzen, sondern alles spitzt sich auf dieses Event zu, da musst du abliefern. Wenn da die Kanone feuert, dann musst du 100% da sein. Ja. Wenn du so eine Peak-Leistung hast, wie geht's dir danach körperlich, wenn du das alles abrufst? Also, ist eine interessante Frage, weil ich glaube, es ist erstmal hoch individuell. Und ich habe schon verschiedenste Herangehensweisen probiert. Früher hat man mir gesagt, du musst mit Schaum vor dem Mund, in Anführungszeichen, am Wettkampfstart stehen und du musst sie alle so martialisch. Ne? So, liegt mir gar nicht, sondern ich funktioniere eher, wenn ich bis kurz vor Schluss noch eher so meine Leute um mich rum habe, ich will nicht sagen behütet, aber schon eher noch in einer angenehmen Atmosphäre auf Augenhöhe. Und ich bin dann durchaus auch jemand, der dann noch auch Auge für den Sportler neben mir hat. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich habe zum Beispiel so einen meiner besten Freunde kennengelernt, dem ist in der Wechselzone auf Hawaii der Reifen geplatzt. Und alle anderen haben nur sich erschrocken, gedacht, okay, Hauptsache ist nicht mein Reifen. Und ich sah dann, wie er dann rumlief in der Wechselzone wie eine Katze ohne Schwanz. Und ja, für mich war es dann einfach wichtig, in der Situation hinzugehen und zu sagen, hey, du bist doch der so und so, Markus, schau mal, da ist ein Service, die helfen dir. Und er war so perplex, dass ihn jemand angesprochen hat und ihm hilft. Wettbewerber. Im Wettbewerb, ein Konkurrent. Das hat ihn einfach. Aber das, ich will damit sagen, das ist so meine Einstellung, meine Herangehensweise, die mentale Komponente davon, wie ich sozusagen besten Leistung abrufe. Und genau. Und also physisch, also wenn man das abgerufen hat und du bist durchs Ziel und dann irgendwann lässt das Adrenalin nach und du hast hoffentlich dann wieder eine Medaille entgegengenommen. Wie muss man sich dann die nächsten Stunden und Tage danach vorstellen? Also erstmal ist es im Wettkampf so, selber so, dass ich versuche, die Emotionen komplett außen vor zu lassen. Also bei mir ist es wirklich so, ich versuche mich auf den nächsten Armzug beim Schwimmen zu konzentrieren, auf den nächsten Pedal. Tritt auf die nächste Attacke, die einen Konkurrent setzt, beim Laufen wirklich. Das heißt, du machst dir auch nicht die ganze Distanz immer klar. Nein, die noch vor dir ist. Das wäre nicht gut. Fatal. Also wenn ich beim Schwimmen daran denken würde, was noch auf mich zukommt. Ist vielleicht aber auch für andere so eine Art Learning zu sagen, also denk nicht immer an das ganz Große, was da noch alles kommt, sondern konzentriere dich auf ein näher liegendes Ziel. Genau, also ich sage immer ganz gerne, kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Und was du kontrollieren kannst, ist halt das Hier und Jetzt, was gerade passiert. Und als ich mir das auch mal einverleibt habe, lief es auch besser im Sport. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, fokussiert im Hier und Jetzt zu sein, sich auf das zu konzentrieren, was man gerade macht. Und das wiederum führt aber auch dazu, wenn dann der Zielstrich kommt, dann
platzen die Emotionen eigentlich aus mir raus. Dann ist wirklich, dann muss ich dem auch freien Lauf lassen. Ist dann umso belohnender, sage ich mal. Gibt es auf so einer riesen Distanz, trotz dieser Technik nur das zu sehen, was ich kontrollieren kann, kam das mal vor oder kommt das vor, dass man sagt, ach nee, also es ist diesmal zu viel oder was weiß ich, ich habe zu viel Zeit verloren, ich kann sowieso nicht mehr ganz vorne mitspielen, es macht auch keinen Sinn mehr, kommt sowas vor? Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mhm. Es ist wirklich von ganz oben und das Gefühl, ich gewinne heute easy bis zu, ich steige jetzt hier sofort aus, ist immer alles dabei beim Ironman. Darauf muss man sich auch einstellen. Ich glaube, es ist immer auch eine gute Herangehensweise, sich in meinem Fall auf Schmerzen einzustellen. Braucht man nicht groß drum herum reden. Auf Hawaii wird es bis zu 40 Grad heiß. Wir haben eine Luftfeuchtigkeit von über 80%. Das ist kein Spaß. Und ich muss da im Prinzip auch mit dieser mentalen Einstellung reingehen. Es wird wehtun. Aber ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann und arbeite das sukzessive ab. Und auch das Bewusstmachen, es wird dieser Tiefpunkt kommen, aber das ist okay. Und da durchzugehen, sich dann auf das, auf zum Beispiel Nahrungsaufnahme zu konzentrieren, ist ja auch ein Riesenthema bei so einer langen Ausdauerbelastung. Muss natürlich auch Energie irgendwie reinkommen. Und dann einfach zu sagen, okay, ich zoome mich jetzt auch so ein bisschen aus der Situation mal raus und schaue, dass ich mich auf die Basics konzentriere. Vielleicht ein bisschen lockerer machen, Wasser trinken, Ernährung aufnehmen. Und dann ist es bei mir eigentlich so, dass dann relativ schnell auch wieder der Turnaround kommt und das Ganze positiv geht. Das hast du auch im zeitlich größeren Umfang ja nach deinem Doppelsieg 2017, 2018 auch nochmal ja zeigen und beweisen müssen, dass du dich aus so einer Situation heraus arbeiten kannst. 2019 hattest du eine Erkrankung in der Familie, um die du dich kümmern musstest. Genau. Und letztes Jahr bist du an Corona erkrankt. Dann ist der Ironman pandemiebedingt sowieso ausgefallen. Aber ich habe in einer Zeitung, in einem Interview gelesen, dass dich die Erkrankung 6 Wochen oder länger noch zurückgeworfen hat. Ja, das war nicht so leicht, muss ich sagen. Ich bin direkt in dieser Ischgl-Welle gewesen. Okay. Also habe wirklich im März, müsste das, glaube ich, gewesen sein, die Corona-Erkrankung gehabt. Und ich bin natürlich aufgrund des ganzen Trainings, das ich mache, sehr sensibel, auch was meinen Körper angeht. Ich spüre sehr schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Und es hat wirklich echt lange gedauert, dass ich gemerkt habe, dass ich bei einer bestimmten Belastung einfach einen sehr, sehr hohen Puls hatte, ja, und mich einfach schwach gefühlt habe. Und das ist so auch tatsächlich mir noch nicht untergekommen. Also ich hatte natürlich auch schon mal eine normale Grippe und das war nicht vergleichbar. War anders. Es war auf jeden Fall anders, Wie lange hast du gebraucht, du hattest gerade mindestens 6 Wochen, hat länger zur Regeneration gebraucht bei der Erkrankung als... Auf jeden Fall. Also ich sag mal, nach frühestens 2 bis 2,5 Monaten war ich wieder voll leistungsfähig. Dass ich sagen konnte, okay, jetzt bin ich ungefähr da, wo ich im März 2020 gestanden habe. Das war dann wirklich Ende Mai, Anfang Juni. Und dann stand man natürlich auch vor der großen mentalen Herausforderung, dass alle Wettkämpfe abgesagt worden sind. Dass dann, sich auch das Training nicht mehr so richtig gelohnt hat, sagen wir es mal vorsichtig. Natürlich lohnt sich Sport immer, aber als Wettkampfsportler braucht man natürlich einfach die Herausforderungen in den Wettkampf und dann war es auch schwer, sich zu motivieren. Was hat das gemacht auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Triathlon, in den Vereinen? Du hast ja gesagt, du hast Trainingsgruppen. Was hat das mit denen allen gemacht, diese von der Pandemie erzwungene Pause? Man hat sich natürlich erst mal lange nicht gesehen. Also es war wirklich so, dass man eigentlich von heute auf morgen auch seine kompletten Trainingspartner erst mal auf unbestimmte Zeit nicht gesehen hat. Und wenn man so tagtäglich in so einem
Betrieb ist, das war natürlich auch erstmal eine komische, schwierige Situation. Wie sind die Einzelnen? Das ist sehr individuell gewesen. Am Anfang war natürlich noch bei den meisten eine gewisse Motivation da und ja, das wird schon in ein paar Wochen wird das schon wieder gut sein. Und es ist dann auch interessant gewesen zu beobachten, wie unterschiedlich die Herangehensweisen waren von, ja, ich ziehe da jetzt trotzdem weiter durch, bis zu meine Herangehensweise war eher, das ist auch eine Chance. Also ich von diesem natürlich erstmal einen kleinen Dämpfer, so, ja, okay, das ist jetzt wirklich nicht so geil. Und dann hin zu, okay, was kann ich tun, um das maximal Mögliche aus dieser Situation mitzunehmen? Weil es stand fest, es gibt keine Wettkämpfe. Okay, ja. Das heißt aber auch, ich kann mich vielleicht mal Dingen widmen, für die ich vorher gar keine Zeit gehabt habe. Verstehe. Und ich habe dann versucht, das Ganze umzudrehen, nicht negativ zu sehen, auch wenn das natürlich echt schwer war. Aber wie einfach, du eben gesagt hast, auf das konzentrieren, was man kontrollieren kann. Und ich habe schon in den Jahren zuvor immer so ein bisschen Probleme mit dem Rücken gehabt zum Beispiel und habe dann wirklich mal diese Rückenproblematik mit ganz spezifischem Athletiktraining ausgemerzt einfach. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt auch wieder die Basis ist für bessere Leistungen in Zukunft. Du hast ja schon wieder Erfolge gefeiert. Ja. Ja. Also das lässt ja viel erwarten, auch dann für den Oktober. Konntest du dein Training denn jetzt spezialisiert, sagst du sogar, mit Athletik, zum Beispiel beim Schwimmen und so, war das möglich? Waren die Sportstätten für dich geöffnet? Im ersten Lockdown war alles zu. Mhm. Da ging tatsächlich gar nichts schwimmerisch. Wir haben dann von unserem Neoprenausrüster wirklich für die kalten Seen, das war dann erlaubt, im See schwimmen zu gehen. So Neoprenhandschuhe und Haube und Fußlinge, dass man irgendwie zumindest schwimmen konnte. Aber Schwimmbäder waren zu. Und Radfahren, Laufen ging natürlich. Nur alleine zwar, aber das war das Einzige, was man machen. Du hast gesagt, Sportstätten waren geschlossen. Selbst du als Spitzensportler konntest nicht trainieren, konntest das Schwimmen nicht trainieren. Wenn man das überlegt, du in der Spitze kannst es nicht, dann konnten es die breiten Sportler auch nicht und beispielsweise auch Kinder und Jugendliche, da gab es dann auch keinen Schwimmunterricht. Ja, ist erschreckend, wenn man sich das mal im Detail anschaut. Dann sind, glaube ich, wirklich die Kinder diejenigen, die da am meisten drunter leiden. Zum Beispiel habe ich eine ganz interessante Forsa-Umfrage gelesen, wo es heißt, dass 27% der Kinder Schwimmen in der Schule lernen. Wahnsinn. Und bei den Ü-60-Jährigen sprechen wir von nahezu 60%. 56% der Ü-60-Jährigen haben Schwimmen in der Schule gelernt. Mhm. Und das ist steigt nicht auch die Nichtschwimmerquote unter jungen Menschen? Absolut. Mhm. Und was leider auch steigt, sind die Zahlen der Todesopfer, der toten Kinder, die in Badeseen ertrinken. Mhm. Da sprechen wir auch von 18 Todesopfern im Grundschulalter, Kindergarten- und Grundschulalter. Mhm. Die Zahlen kann man beim DLRG nachlesen. Mhm. Es ist erschreckend und ich finde, da muss eine Investition her, ein Konzept her, wie wir unsere Kinder schützen. Mhm. Schwimmunterricht in den Schulen, dass alle Kinder und Jugendlichen, wenn sie von der Grundschule in den weiterführenden Bereich wechseln, das Schwimmen beherrschen. Ja, oder das auch eine Forderung? Mhm. Ja, auch definitiv. Mhm. Das ist schon mal, das wäre die Basis, aber die größte Basis wäre natürlich, dass weniger Schwimmbäder geschlossen werden auch. Mhm. In meiner Heimatstadt in Bad Wildungen wollte man das Bad schließen, was natürlich konnte abgewendet werden mit einer Petition. Aber ich denke, es ist einfach enorm wichtig, den Kindern und Jugendlichen diese Grundlage nicht zu nehmen. Und das Schwimmbadsterben ist ein Riesenproblem, glaube ich, gesellschaftlich auch. Immer weniger Menschen können schwimmen und das in Deutschland?
Das kann nicht unser Anspruch sein. Sterben Schwimmbäder, werden geschlossen. Und es ist ja auch die Frage erlaubt, in welchem Zustand sind eigentlich die städtischen Hallen und Freibäder, die offen sind? Absolut. Da ist ein Investitionsstau massiv. Der setzt sich dann auch in die anderen Sportstätten, glaube ich, fort, wo man, ich glaube, gesellschaftlich gut beraten wäre, wenn man da mal ganz genau hinschaut und wieder mehr in den Breitensport investiert. Siehst du den generell unter Druck, den Breitensport? Verliert der Attraktivität, weil die Sportstätten nicht laufen? Mhm. Vielleicht sind auch Menschen weniger bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren in Vereinen? Ja, aber ich glaube, wenn man sich anschaut, was für einen Boom gerade in der Corona-Zeit auf Laufschuhen, auf Fahrräder abgegangen ist. Das heißt ja, dass die Menschen sind nicht sportmüde. Die Menschen wollen Sport. Die Menschen wollen sich, glaube ich, auch in Vereinen sportlich betätigen. Sie mögen natürlich, also das Soziale steht in einem Vereinssport im Vordergrund. Und ich glaube, da müssen wir wieder zurückkommen und da vielleicht auch mal den ein oder anderen Euro in die Hand nehmen. Ich halte das auch für eine ganz wichtige Priorität in den nächsten Jahren, dass wir insgesamt etwas tun für unsere Infrastruktur. Und wenn man heute Infrastruktur sagt, hören Leute immer Glasfasernetz und Straße. Aber genauso gemeint ist Radweg, Sportstätte, Schwimmbad, Schulgebäude und so. Das sind alles wichtige Infrastrukturen, die in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden sind. Und das ist jetzt ganz interessant. Auch unsere geschätzten Mitbewerber sagen immer, ja, da muss man was tun und erwecken den Eindruck, diese Vernachlässigung käme daher, dass insgesamt der Staat zu wenig Geld habe. Das Problem ist, auf Sicht der letzten 20 Jahre, der Staat hat immer mehr Geld gehabt, aber es ist in bestimmte Bereiche geflossen. Also sehr gerne in bürokratische Vorschriften, auch sehr viel Umverteilung machen wir. Das heißt, man nimmt den Leuten Steuern und Abgaben weg und auf der anderen Seite gibt man ihnen Steuern und Abgaben zurück. Aber dieser Bereich wirklich von Investitionen, das ist in Deutschland unterentwickelt und vielleicht wäre das so eine Aufgabe für die 20er Jahre, da wieder so eine Balance hinzubekommen, dass wir die wesentlichen Grundlagen, die wir in der Gesellschaft brauchen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Straßen, Schulen, Schwimmbäder, all das ist Infrastruktur. Und so ein Kraftakt zu sagen, die 20er Jahre nutzen wir, um in Anführungsstrichen Deutschland neu zu bauen. Ja, es hat ja auch ein gewisses Maß an Lebensqualität. Ich meine, total. Als Steuerzahler will ich ja auch irgendwie was haben von meinen Steuern, die ich zahle. Wenn ich aber sehe, dass am Land immer mehr, ich bleibe jetzt auf diesem Schwimmbadbeispiel hängen, kann man auch auf andere natürlich ausweiten, aber als Steuerzahler will ich ja auch so ein bisschen was zurückhaben. Und ich glaube, es ist kein gutes Zeichen, wenn überall Schwimmbäder sterben und die Menschen dann sagen, ja, Entschuldigung, wofür zahle ich denn jetzt denn meine Steuern? Ja, ist gerade in den Kommunen ein Riesenthema und fehlt das Schwimmbad vor Ort, gibt es auch keinen Schwimmunterricht für die Kinder. Absolut. Dann sind die Kinder gefährdet. Müssen mit dem Schulbus eineinhalb Stunden für 20 Minuten. Genau. Also das ist ja, ich habe selber als Aushilfslehrer gearbeitet und habe Schwimmstunden gegeben. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Trauerspiel. Teilweise wirklich müssen die Kinder eine Stunde über Land mit irgendwelchen Bussen gekarrt werden, kommen dann zu dir in den Unterricht, sind erstmal abgehetzt und mega diese ganze Energie, die muss dann raus und die Kinder sehen ein Schwimmbad, freuen sich mega, haben eine totale Energie, die willst du natürlich auch in was Produktives umwälzen, aber in der Zeit, die du ihnen vielleicht zum Spielen am Anfang gibst, die ist die Energie, also verpufft und die Zeit ist aber schon wieder rum, weil du nur 20 Minuten als Lehrer oder als Schwimmaushilfe in dem Fall, Schwimmlehreraushilfe bekommst, weil sie dann wieder anderthalb Stunden zurückfahren müssen mit dem Bus. Mhm. Und da, glaube ich, sparen wir an der falschen Ecke. Riesenthema, gehört auch zur Bildung dazu. Und der Breitensport ist die Voraussetzung für den Spitzensport. Total. Hat eine gesundheitliche Funktion. Nicht alle können und wollen höhere Beiträge im Fitnessstudio zahlen. Deshalb hat der Vereinssport ja auch eine sozial integrative Funktion. Ist ein Stück Kit der Gesellschaft, weil alle gesellschaftlichen Bereiche kommen da zusammen. Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und so weiter und so fort. Ja. Absolut.
also der Sport spricht eine Sprache, sag ich mal. Ne? Mhm. Zum Fußballspielen muss man nicht unbedingt das beste Deutsch sprechen. Ja, und genau. Wenn diese Vereine irgendwann wegfallen, dann ja, haben wir ein werden durch nichts ersetzt. Also wir haben das sehr intensiv beobachtet, hier auch aus dem Bundestag, jetzt nicht nur allein bei dem Triathlonsport, sondern auch darüber hinaus. Wir haben eine Reihe, ich glaube 5 Initiativen ergriffen für die Situation Spitzen-, Breiten- und Hobbysport, pandemiebedingt. Da ging es ja auch um Finanzierungsfragen. Wir haben gehört, dass in manchen Bereichen Sponsoren abspringen mussten oder abgesprungen sind. Und da war es notwendig, ja Hilfen zu machen, auch gerade um die Strukturen im Breitensport zu sichern. Mhm. War das bei euch, so diese wirtschaftlichen Folgen, war das in deinem Umfeld ein Problem? In der Tat, das war ein Problem. Ich kenne viele Profisportler, die einfach den Sport an den Nagel gehangen haben. Mhm. Die dann ohnehin, ich meine, es ist Leistungssport. Am Ende des Tages, nur der Rennen gewinnt, wird sich über kurz oder lang mit dem Sport auch über Wasser halten können. Es ist, wie gesagt, kein Fußball. Mhm. Die Margen sind jetzt nicht so groß. Und da gab es wirklich einige, die es da erwischt hat. Und das ist natürlich ja, hart zu sehen, aber bleibt nicht aus. Bleibt nicht aus. Das wird uns auch noch länger beschäftigen, an vielen Stellen auch über den Sport hinaus. Mhm. Kinder und Jugendliche, die in der Schule den Anschluss verloren haben. Gesellschaftliche Schäden, weil Menschen das Vertrauen teilweise in den Staat verloren haben, wo Regeln verhangen worden sind, die vielleicht nicht als logisch und wirksam empfunden worden sind. Und natürlich die wirtschaftlichen Folgen. Also ich beschreibe das immer so wie ein K. Es gibt ein paar, da ging es rauf. Und ein paar, da ging es runter während der Pandemie. Also hat echte Gewinner und Verlierer erzeugt. Und das wird noch eine politische Aufgabe für die nächsten Monate, vielleicht Jahre sogar sein. Jetzt ist bei dir so, dass du interessanterweise Deutschland und Österreich gut vergleichen kannst. Denn du kommst aus Hessen. Du bist aber heute in Österreich, in der Nähe von Salzburg, zu Hause, trainierst auch dort. Und deshalb für mich die spannende Frage, kannst du die Sportförderung, auch das Umfeld, wie du als Spitzensportler dich entwickeln kannst, kannst du das vergleichen zwischen Deutschland und Österreich? Ganz schwierig, muss ich wirklich sagen, weil ich in Deutschland nie in einem wirklichen Fördersystem war. Mhm. Also ich bin mehr so der Self-Made-Profi dann tatsächlich, weil der Ironman als solches ist nicht olympisch, wird daher nicht vom Staat befördert. Natürlich hätte ich früher auch in die Nationalmannschaft aufgenommen werden können. Dadurch, dass ich relativ spät angefangen habe und die schwimmerischen Leistungen nicht gut genug waren, bin ich nie in den Genuss eines Kaderplatzes gekommen und habe mich von daher sozusagen selber hochgearbeitet bis dahin, wo ich jetzt bin. Ironman, das heißt, die komplette Geschichte, wie du es vorhin gesagt hast, meinen kompletten Betrieb finanziere ich selber. Ich muss meine Sponsoren selber akquirieren, ich bezahle meine Flüge, meine Trainingslager. Ist alles sozusagen Geld, was von meinem privaten Konto abwandert. Und von daher tue ich mich da schwer, wirklich eine adäquate Einschätzung zu geben, welches System da jetzt welche Vor- und Nachteile hat. Aber dann bist du ja tatsächlich, so wie du es beschreibst, wie ein Freiberufler, Selbstständiger und so weiter. Das bin ich, ja. Das bedeutet bei dir, wenn du nicht selber Sponsorengelder und so weiter oder für Auftritte Geld akquirierst, kommt nichts rein. Ganz genau. Das bedeutet also auch, diese ganzen Themen Bürokratismus, Steuerbelastung und so weiter schlagen alle bei dir auf. Ja, durchaus. Ja, es ist deshalb ja bemerkenswert, weil wenn du in einem guten Jahr Weltmeister und so weiter hohe Sponsoring-Einnahmen hast und hat viel öffentliche Aufmerksamkeit, dann machst du viele Gewinne, zahlst aber auch hohe Steuern. Richtig. Und in den Jahren, wo du sagst, da muss ich mich jetzt durchbeißen, kommt nichts an Infrastrukturunterstützung oder so von einer Sportförderung zurück, sondern dann kannst du nur sagen, ich lebe jetzt von meinen Reserven. Richtig, genau so ist es.
Und da hat natürlich ein olympischer Sportler ganz andere Voraussetzungen. Du auf der anderen ja Seite in jeder Beziehung musst du ja Durchhaltefähigkeit haben. Ich will mich aber auch nicht beschweren, weil ich sage, wir haben über Leistung uns in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nach oben gearbeitet. Mhm. Und ich könnte jetzt fragen, wer ist der letzte Olympiasieger im Triathlon? Mhm. Höchstwahrscheinlich wüsstest du es nicht. Mhm. Aber der Ironman Hawaii hat natürlich schon auch durch die Erfolge einen extrem hohen Stellenwert, auch in Deutschland. Und ich glaube, wir haben es da uns einfach verdient, dass wir auch ein bisschen von den... Absolut, nein. Die Leistung steht nicht in Frage. Und das, gerade wie du beschreibst, wie das Umfeld ist, dass es dann auch eine Aufmerksamkeit dafür gibt und dass natürlich da auch eine materielle Grundlage sein muss. Mhm. Ich meine, das Leben ist bestimmt durch ökonomische Zusammenhänge. Hat schon Karl Marx mal gesagt. Ja, man kann ihn so oder so interpretieren, aber dass es eine ökonomische Basis für alles braucht, ist doch völlig klar. Stimmt das eigentlich? Frage ich jetzt als Nicht-Kenner der Situation in Österreich, dass Österreich im Bereich des Steuerrechts für Spitzensportler bestimmte Bestimmungen hat, also eigene Regeln? Ja, das stimmt. Es gibt in Österreich den sogenannten Skifahrererlass. Der gilt aber auch für Triathleten. Auch mittlerweile hat man das erweitert, genau. Ja. Und dort werden Sportler etwas begünstigt, besteuert tatsächlich. Mhm. Und in den Genuss komme ich auch. Okay. Werden sich mal unsere Sportpolitiker ansehen, ob man auch von Österreich was lernen kann. Ja, ich glaube in dem Bereich wirklich. Es ist natürlich so, dass du als Sportler nur eine sehr geringe Zeit auch hast, um Geld zu verdienen. Mhm. Und ich glaube, da sind die Abgaben in Deutschland schon echt hoch. Und da könnte man doch schon einiges verbessern, glaube ich. Ja, also ohne das System jetzt zu kennen und es mir sofort an Land zu ziehen, das ist ja immer schwierig, wenn man nicht genau weiß, über was man spricht und sagt, man findet es gut. Aber eingängig ist für mich zumindest die Idee zu sagen, jemand hat eine Aktivzeit und danach kommt ein ganz anderer Beruf. Ja. Und einer, wo man nicht weiß, wie die beruflichen Perspektiven sind. Man hat ja auch für eine alternative Karriere Zeit nicht investieren können. Und zu sagen, dass man da so auf einer Lebenszeitbetrachtung zu einem, wie soll ich sagen, einer Ausbalancierung kommt, das finde ich schon nicht unplausibel. Mein Vater beschreibt es immer ganz treffend. Er sagt immer, ich habe meinen Doktor und meinen Professor im Sport gemacht. Die Lebenszeit, die ich in den Sport investiert habe, in dem ich auch keinen einzigen Cent verdient habe, in dem ich wirklich von der Hand in den Mund gelebt habe, meiner Leidenschaft nachgegangen bin, das kommt natürlich jetzt in den paar guten Jahren, die ich habe, kommt mir das zugute. Ja. Aber die Zeit davor, die 20 Jahre, die sieht in der Regel keiner. Ja, du hast jetzt irgendwie vorausgesehen, Patrick, weil du deinen Namen genannt hast, dass ich auf den jetzt zu sprechen kommen wollte, auf deinen Vater, weil du deinen Vater genannt hast, weil ich nämlich über das Thema Doping sprechen wollte. Und da habe ich gefunden, dass du im aktuellen Sportstudio mal von deinem Vater erzählt hast in dem Zusammenhang. Der soll dir gesagt haben, dass falls dir mal Doping angeboten werden sollte, du dies abzulehnen habest, denn du bräuchtest ihm sonst nicht mehr unter die Augen zu treten. Stimmt. Bestimmt. Ja. Haargenau. Gab es denn, also solche Angebote, ist Doping ein Thema auch in deinem Bereich des Leistungssports? Angeboten worden ist mir tatsächlich noch nie irgendwas. Mhm. Doping gibt es, auch in meinem Sport. Das braucht man gar nicht wegzudiskutieren. Nur ich vertrete da einen ganz knallharten Standpunkt. Meiner Meinung nach gehört jemand, der wissentlich gedopt hat, lebenslang aus dem Sport verbannt, ohne Chance auf jemals wieder wettkampfmäßigen Sport zu machen. Ich denke, es sind so viele Punkte, die mir da durch den Kopf gehen. Ja, schieß los. Da muss ich mich zügeln. Nein, das ist ein spannendes Thema, beschäftigt viele. Ich glaube auch, es interessiert wirklich viele Leute. Und mir ist auch durchaus bewusst, dass ich nicht der erste Leistungssportler bin, der das so äußert. Es ist immer schwer, die Unschuld zu beweisen.
Es gab auch schon Dopingsünder, die sehr viele negative Tests vorweisen konnten, trotzdem positiv waren. Deswegen ist es super schwierig, das ja einfach ganz glaubhaft darzustellen. Mhm. Aber ich kann wirklich von mir behaupten, ich könnte nicht in den Spiegel schauen, mhm. wenn ich eine Leistung. Frage der Ehre. Ja. Absolut, ja. Jetzt gibt es aber Nationen, die machen damit, also die brauchen den sportlichen Erfolg für die Reputation. Mhm. Im Osten fällt mir da so eine Nation ein, die das sehr intensiv macht und damit erfolgreich sein will. Und denen ist das egal, auch welche körperlichen Schäden damit verbunden sind und die Frage der Ehre gar nicht mehr da. Ja, das stimmt. Und ich glaube, da setzt sich auch unser System von deren System ab. Mhm. Und ich glaube, dass unser Anti-Doping-Kampf schon recht gut ist. Mhm. Sondern man müsste eher sagen, wir schauen mal in die Länder, die mhm. solch ein Problem haben, wie du es gerade genannt hast. Oder halt auch in Länder zu schauen, denen die finanziellen Mittel dafür fehlen. Mhm. Ich meine, in Afrika haben wir gute Leichtathletik-Nationen, die mit Sicherheit mal engmaschiger kontrolliert werden müssten. Ja. Und da setzt sich unser Anti-Doping-System schon von ab, positiv. Wie ist deine Meinung zu diesen Kronzeugenregelungen, die jetzt geschaffen worden sind? Also eine gesetzliche Regelung, dass wenn jemand sich als Zeuge zur Verfügung stellt und Dinge offenbart, dass der so eine eigenständige Kronzeugenregelung bekommt wie im Strafrecht? Also ich denke, dass im strafrechtlichen Sinne man da auf jeden Fall etwas nachsichtig sein sollte. Vor allen Dingen, wenn Hintermänner genannt werden, wenn dort einfach Strukturen mithilfe dessen, dieses Kronzeugen aufgedeckt werden, dann auf jeden Fall. Dann sollte man schon da strafrechtlich ein bisschen milde walten lassen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass so jemand nie wieder in den Sport darf. Mhm. Der darf nie wieder an irgendeiner Startlinie stehen. Mhm. Ich fände es auch extrem wichtig, so jemanden nicht nur strafrechtlich, sondern vielleicht auch wirklich mal einfach anzuhören und von ihm zu lernen. Mhm. Weil ich glaube, viele, viele Doper, es ist auch ein Mindset. Mhm. Und einfach mal von diesen Menschen zu lernen und das in eine Präventionsstrategie umzusetzen, wär auf jeden Fall ein guter Ansatz. Hast du eine Vermutung, in welche Richtung das geht? Man, so eine Optimierung ist ja im Leistungssport ohnehin da. Also ich vermute, alle Leistungssportler werden ganz präzise tracken, was sie essen und wiegen, wie viel Eiweiß hier und da, und so stelle ich es mir vor. Ja, und das ist ja auch eine Form der Optimierung. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass jemand dann in so eine Art Treibsand gerät und sagt, dann habe ich da noch nämlich noch eine spezielle Pille für diese Mineralien und dann, ja, und irgendwann ist es, keine Ahnung, eine Spritze. Also wie gesagt, laienhaft gesagt. Ja, es ist ein Mindset. Nur, also ich glaube, man muss halt ganz klar wissen oder für sich eine Grenze ziehen. Mhm. Und für mich fängt diese Grenze auf jeden Fall bei allem, was gespritzt wird, an. Mhm. Ich würde mir nie eine Spritze setzen lassen von irgendjemandem, höchstens vom Anti-Doping-Kontrolleur, der mir Blut abnimmt. Ja. Von daher, da ziehe ich einfach eine rote Linie und das ist klar definiert. Mhm. Was sind jetzt deine nächsten Etappen und Ziele in den nächsten Monaten in diesem Jahr, in dieser Saison? Ja, also momentan genieße ich noch ein bisschen Ruhe, weil vor 3 Wochen ich erst einen Ironman absolviert habe in Nordamerika, dankenswerterweise, ja, also trotz noch immer Corona und so weiter. Es hat wunderbar geklappt, habe dort mit 7 Stunden 45 eine neue Bestzeit aufgestellt, mit auch einfach einer... Es läuft. Sehr, sehr mutmachenden Leistung für mich. Es war einfach schön, wieder raus zu können und wieder Wettkampfsport zu betreiben. Und jetzt
spitzt sich natürlich alles auf den 9. Oktober zu. Mhm. Dort findet wieder die Weltmeisterschaft statt, auf Hawaii. Mhm. Und das ist der Tag, auf den jetzt alles hinläuft. Ja, du, dann machen wir am 26.09. so eine kleine Vorbereitungsübung in Deutschland. Da haben wir auch einen Wettkampf hier, um danach mit gutem Mut dir den Rücken zu stärken für den nächsten Ironman. Ich wünsche dir im wortwörtlichsten Sinne also gutes Durchhalten bis dahin und beim Wettkampf. Und Patrick, ich danke dir dafür, dass du nach Berlin gekommen bist zu unserem Gespräch. Sehr ganz herzlichen Dank.